Ulla, wir hatten jetzt gerade eine dreiviertelstündige Diskussion, sehr heiß, über das Thema selbstgesteuertes Lernen, eine Frage der Elite oder etwas Exklusives nur für bestimmte Menschen. Was hast du aus der Diskussion für dich mitgenommen? Ja, es war eine tatsächlich heiße Diskussion und ich fand schon interessant, dass man selbstgesteuertes Lernen so unterschiedlich sehen kann. Was ist das eigentlich? Ist das jetzt nur, dass man alleine losgeht und aus Eigeninteresse was lernt oder kann auch selbstgesteuertes Lernen in organisierten Formaten stattfinden? Oder vielleicht gibt es nur das selbstgesteuerte Lernen? Und Lernen findet sonst gar nicht statt. Ja, hauptsächlich, mich hat ja interessiert, wie kann man das unterstützen, auch Personen unterstützen, die nicht so hohe Selbstwirksamkeit haben und nicht so immer dran glauben, dass sie durch Lernen Probleme lösen können. Und da fand ich sehr interessant, was wir über Lernberatung, Coaching, Reflexion, Zeit und Feedback gesprochen haben. Und was davon ist für dich ja das, was du genau mitnimmst? Hat sich was geändert an dem, was du vorher darüber gedacht hast, über diese Thematik? Also irgendein Punkt, wo du sagst, das greife ich auf und das verfolge ich gerne weiter. Ja, ich denke, dass Lernen Zeit braucht und dass man Feedback braucht und dass man reflektieren muss. Das habe ich auch schon in meinem Studium viel thematisiert. Aber was ich ganz spannend fand, was du eben in der Runde auch gesagt hast, dass man auch im Seminar, was jetzt in meinem Verständnis kein selbstgesteuertes Lernen ist, dass man auch im Rahmen eines Seminars das selbstgesteuerte Lernen einfach durch eine bestimmte Lernkultur fördern kann und Trainieren anregen kann. Genau, kann. das fand ich toll. Okay.